Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der zweite Part meiner Siren Challenge. Viel Spaß! Und auch dieser Part ist in meinem ersten Sims 4 Stream auf Twitch entstanden. Also auch dieses Video ist ein Zusammenschnitt von einem Livestream. Falls auch du live dabei sein möchtest, schau am besten auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Und auch hier ist mein Follower-Ziel noch etwas zu groß im Bild, aber beim nächsten Mal mache ich es dann auf jeden Fall kleiner. Und ja, ich weiß auch, dass man leider keinen Sound vom Spiel hört, sondern nur die Hintergrundmusik und eben meine Stimme, aber auch das werde ich versuchen, so bald wie möglich zu ändern. Im ersten Part haben wir ja erst in dieses Let's Play reingestartet, also wir haben unseren Hauptcharakter, unsere liebe Cassiopeia, näher kennengelernt und wir haben auch schon versucht, einen Partner bzw. eine Partnerin für sie zu finden. Das war tatsächlich aber gar nicht so einfach. Aber gegen Ende haben wir dann die liebe Lia kennengelernt und genau dort geht es jetzt weiter. Und zurück zu unserer Cassie. Am besten bitten wir Lia um noch ein Date, dann haben wir nämlich gleich die zweite Verabredung abgeschlossen und ja, dann können wir sie heiraten, weil wir müssen sie so schnell wie möglich heiraten. Sie ist schon wieder müde. Ist Lia da? Nein, es ist nicht Lia, das ist Liliana. Irgendwie sehen für mich alle aus wie Lia. Das ist übrigens ein Struggle meines Lebens. Ich verwechsel immer alles. Für mich sehen immer alle Menschen gleich aus. Sulani Beach Restaurant, Sulani Beach Bar. Gehen wir dahin? Nein, wobei, ich glaube, es ist Vormittag. Gehen wir ins Café. Schauen wir ins Café. Mit... Lia möchte nicht mit uns reisen. Dann rufen wir sie einfach an, wenn wir da sind. Wer bist du? Lily Fang. Dann stellen wir uns bei ihr auch mal vor. Man muss eben in die Zukunft denken und wir brauchen noch weitere PartnerInnen für unsere liebe Cassie. Und dann laden wir Lia ein, auf dem aktuellen Grundstück abzuhängen. Lia ist gerade beschäftigt. Ach, super. Ist das Väterchen Frost? Wow. Gefühle von Cassie Bay gegenüber Lily egozentrisch und umgekehrt nicht vertrauenswürdiger Sim. Wow, Cassie macht so schnell Freunde. Warum ist da Väterchen Frost? Aber stellen wir uns mal vor von ihm. Ich habe gehört, wenn man ihn heiratet, kriegt man sehr viel Geld. Deswegen sollten wir ihn vielleicht auch irgendwann mal heiraten. Aber doch nicht am Anfang. Da würden wir es uns viel zu einfach machen. Vielleicht mag er uns aber. Ich glaube, er muss alle mögen, oder? Wie sieht's aus, Clemens? Unreif. Okay, wir finden, dass er unreif ist. Wer hätte das gedacht? Cassie mag einmal einen anderen Sim nicht. Sie schaut irgendwie wütend aus. Sion. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Lia angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja, sie ist ziemlich cool, aber du magst uns doch gar nicht. Warum schreibst du uns? Vielleicht mag uns doch. Wen haben wir hier noch? Mortimer Grusel. Der ist verheiratet. Mit dem können wir nichts anfangen. Sion, du warst Single, oder? Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ja, irgendwie vibet Cassie mit keinem so richtig. Versuchen wir einfach noch einmal, Lia einzuladen. Wer bist du? Du schaust reich aus. Victor Fang. Oh, ist vermutlich der Mann von Lily Fang. Dann funktioniert das auch nicht. Lia, komm her. Bitte komm. Wir brauchen dich doch. Lia ist gerade beschäftigt. Ah, nicht schon wieder essen. Du hast ja nicht mal Hunger. Da ist ein nackter Mann. Da ist ein nackter Paparazzi. Wieso ist da ein nackter Paparazzi und ein nackter Fan? Jetzt ruft sie uns an. Hallo Cassiopeia, ich frage mich, ob es sich lohnt, Geoffrey Landgrab besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Wie gemein ist sie? Nein. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Lia, wir wollen dich heiraten. Du heiratest nicht Geoffrey. Ja. Nackter Paparazzi und nackter Fan. Okay. Die alle durchdrehen, weil Judith Ward ist ein Weltstar. Ja, gut. Gut, irgendwie. Da ist noch ein nackter Mann. Kann mir irgendwer sagen, warum hier alles voller nackter Menschen ist? Wow. Wow, wow, wow. In solchen Momenten bin ich immer froh, dass ich nicht irgendeinen Mod habe, der das irgendwie entpixeln könnte. Weil, ja, das wäre nicht so gut. Ja, ich bin nur mittelhappy mit den Leuten hier. Wie spät ist es jetzt? 3. Um 3 kann man schon in eine Bar gehen, oder? Ja. Definitiv. Und jetzt können wir Lia mitnehmen. Sehr gut. Das heißt, jetzt können wir mit Lia ein paar Drinks nehmen. Und dann können wir sie heiraten. Am besten direkt am Strand. Sehr gut. Wo ist sie? Lia, ich freue mich so, dich zu sehen. Du hast wieder dein schönstes Outfit an. Gut.
Wir werden Fotos mit ihr teilen und noch einmal erinnern, hey, wir haben ein schönes Haus, heirate uns, wir sind eine gute Partie. Dann erzählen wir ihr eine fesselnde Geschichte und dann flirten wir noch mit Lia. Was ist mit meinem Spiel los? Wo ist sie hin? Habt ihr das gesehen? Sie ist verschwunden. Lia? Das war creepy. Und jetzt ist sie wieder beschäftigt? Das ist echt eine komische Frau. Vielleicht ist sie doch nicht unser erster Mensch. Da haben wir wieder die Devi und die Josefina. Und wer bist du? Die Mele. Die Keala. Wer bist du? Vaia. Okay, ich glaube, du bist unser neues Opfer. Du bist allein, du brauchst uns. Und er ist kokett. Ja, perfekt. Das wird easy. Hello. Du magst uns? Magst du uns? Okay. Sim-Profil öffnen. Seltsam. Wow, okay. Wir finden ihn seltsam und unattraktiv. Perfekt. Go for it. Tag verschönern. Machen wir eine tiefgründige Unterhaltung. Fragen wir ihn nach seinem Tag. Er scheint uns zu mögen. Oh, und er ist gierig. Also nicht gierig, ich weiß nicht. Ja, irgendwas ist er, was wir auch sind. Erzählen wir ihm eine dramatische Geschichte. Fragen wir nach seiner Karriere. Dann fragen wir noch... Er mag Videospiele nicht. Perfekt. Cassie mag sicher auch keine Videospiele. Und er ist arbeitslos. Das klingt nicht nach viel Geld. Vielleicht hat er viel Geld geerbt. Er findet uns lustig. Perfekt. Brauchen einen Mann, der uns lustig findet. Dann äußern wir materialistische Gedanken. Ich glaube, das mag er. Fragen ihn nach seinen Hobbys. Und geben ihm Beziehungstipps, weil wir haben so viel Ahnung von Beziehungen. Und uns mögen immer alle Menschen. Geht er jetzt auch wieder und dann bleibt da. Sagen wir ihm auch einmal, wie schön er ist. Obwohl sie ihn eigentlich nicht schön findet, aber... Ja, aber er mag uns auch. Finde ich cool. Dass wir jetzt endlich Sims kennenlernen, die uns mögen. Dann erzählen wir eine lustige Geschichte. Machen ihm noch ein Kompliment über sein Aussehen. Sie ist leider schon voll müde, aber ja. Attraktivitätsmerkmale. Während des ganzen Gesprächs hatte Cassiopeia den Eindruck, dass Vaia Cassiopeia ziemlich attraktiv findet. Daher fragt sich Cassiopeia, ob Vaia das auch von ihr denkt. Ich habe gedacht, sie findet ihn unattraktiv. Kann sie sich einmal entscheiden? Als unattraktiv, okay. Wobei, vielleicht glitscht da irgendein Mod mit dem Spiel oder zwei Mods miteinander. Das habe ich leider immer. Ich habe übrigens schon voll Angst, wenn sie dann zum ersten Mal schwanger ist, weil ich da auch so viele Mods habe und ich will nicht, dass sie irgendwie auf einmal, keine Ahnung, Zwillinge oder Drillinge bekommt oder so. Das würde mich sehr stressen. Sehr gut. Er mag uns, das gefällt mir. Vielleicht wird auch er der erste Mann. Mit ihm geht das irgendwie ein bisschen einfacher als mit Lia, weil Lia war ja immer so halb, wollte sie bei uns sein, aber dann, wenn wir was Falsches gesagt haben, dann war sie wieder böse. Und er ist sehr einfach. Also ich glaube, weil er romantisch ist. Vermutlich liegt es daran, dass er romantisch ist. Und ja, er ist eine leichte Partie. Ich glaube, wir gehen all in. Küssen gleich mal seine Hände. Er ist familienbewusst. Dann sagen wir ihm, dass er schön ist. Stellen ihm eine schlüpfrige Frage, was auch immer das sein soll. Und reden, wo war das? Über Babys? Über Babys sprechen, weil er ist familienbewusst. Das findet er sicher super. Dann gehen wir gleich noch zu einer Verabredung. Na, wobei, oh Gott. Zuerst nappen wir hier auf dieser Couch und dann gehen wir mit ihm auf ein Date. Das ist der Plan. Dann kann er sich noch ein bisschen um seine Bedürfnisse kümmern. Wir können ein bisschen schlafen und dann gehen wir mit ihm auf ein Date. Und Lia werden wir dann irgendwann später heiraten. Die ist jetzt picky. Ich meine, ist natürlich klar, soll jetzt keine Kritik an ihr als Sim sein, weil man sollte auch nicht gleich jeden heiraten wollen, den man trifft. Aber der Typ, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe, war ja. Der macht es uns leichter. Aber auf jeden Fall mochte sie ihn. Also erregendes Geplänkel. Dann ist sie verknallt. Oh, wie süß. Dann haben sie über Babys gesprochen. Das hat sie happy gemacht. Und ja, sie hat sich einfach glücklich gefühlt mit ihm. Das finde ich großartig. Also perfekte Voraussetzungen. Ein Nickerchen darfst du noch machen.
ja, dann machen wir mit ihm ein Date am Strand aus. Dann kann sie da nämlich auch ein bisschen schwimmen und ihre Hydration, heißt das so? Ich glaube, es heißt so, auffüllen. Ich habe keinen schönen Strand platziert. Das war wieder mal echt schlau von mir. Ja, dann gehen wir einfach wieder auf diesen Strand hier. Vaya, komm mit uns. Ach so, jetzt hätte ich ihn gleich um ein Date bitten können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Erzählen wir ihm gleich zu Beginn einen schmutzigen Witz. Damit startet man Dates am besten. Merkt euch das. Oh, er mochte unseren schmutzigen Witz nicht. Okay, und jetzt haben die beiden ein Date. Gut, wir müssen sprechen und miteinander sitzen und miteinander sprechen. Machen wir das gleich zu Beginn. Überall sind Meerjungfrauen. Finde ich arg. Es ist mir noch nie so aufgefallen, dass in Sulani wirklich alles voller Meerjungfrauen ist. Gut, dann werden wir ihm Beziehungstipps geben, weil das macht man so. Wir werden ihm eine fesselnde Geschichte erzählen, am besten, wie wir hergekommen sind und dass wir planen, noch ganz groß rauszukommen, mit was auch immer. Eher damit, dass wir viel Geld haben möchten, weil wir unsere Partner und Partnerinnen abziehen. Aber das müssen wir ihm ja nicht erzählen. Dann müssen wir ihm Witze erzählen, das mochte er ja nicht so gern. Aber vielleicht mag er auch einfach keine schmutzigen Witze. Gut, dann parodieren wir ihn, machen einen Polizistenwitz und dann noch einen Witz über Pinguine, weil Witze über Pinguine sind immer toll. Wir werden jetzt einfach gleich einmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Da. Und dann werden wir ihn auch gleich einmal küssen. Sieht gut aus. Sehr gut. Dann werden wir ihm den Tag verschönern, ihm eine Rose anbieten und seine Hände küssen. Noch ein Kompliment über das Aussehen machen. Dann müssen wir noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Einladen, über Nacht zu bleiben. Ach so, das geht nicht mitten in der Verabredung. Er ist paranoid. Okay. Wir müssen übrigens auch ein bisschen darauf achten, welche Merkmale die Sims haben, die wir uns angeln. Zumindest wenn wir Kinder mit ihnen bekommen. Ich habe nämlich einen Mod, mit dem man die Merkmale weitervererbt. Also es werden nicht alle Merkmale weitervererbt, aber ich glaube, das ist dann immer zu einem gewissen Prozentsatz. Also wenn ich mich recht erinnere, ist er ja auch romantisch und sie ist auch romantisch. Und dann sind es, glaube ich, 30% oder so, dass die Kinder das dann bekommen. Und wenn einer das hat, dann liegt es bei 15% oder so. Ich glaube, so irgendwie funktioniert das. Und ich möchte nicht, dass dann die Kinder ganz viele negative Merkmale haben, weil wir uns schlechte Partner ihnen ausgesucht haben. Aber gut, das Date lief toll. Dann können wir die Verabredung gleich beenden. Wir haben Gold erhalten. Können wir ihn eigentlich gleich fragen, ob er unser Freund sein will? Bitten, Freund zu sein. Dann machen wir das gleich. Das geht jetzt im Express-Modus durch. Dann küssen wir seinen Hals und streicheln seine Wange. Da geht es schon unglaublich schlecht, aber das müssen wir jetzt schnell durch. Ah, okay, perfekt. Er will unser Freund sein. Er wollte nur keine tiefgründige Unterhaltung. Meilenstein erreicht. Sehr gut. Er ist jetzt unser Freund und wir haben den Meilenstein erreicht. Jetzt müssen wir nur Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen und 3 erste Küsse gehabt haben. Easy. Easy. Das ist gar kein Problem. Ewige Liebe erklären. Ich möchte ihn gleich heiraten. Ich möchte, dass er ganz viel Geld mitbringt. Schlüpfrige Frage stellen. Und dann machen wir ihm gleich mal einen Heiratsantrag. Das geht bei denen wirklich schnell. Oh mein Gott, wie viele Stimmungen hat sie aufs Flirten eingestellt. Weiß und süß. Guter Ersteindruck. Cassiopeia macht ihm einen Heiratsantrag. Und? Ja, perfekt. Er will uns heiraten. Tiefe Bindung. Gut. Sie haben sich verlobt. Und dann machen wir gleich schnell eine Express-Hochzeit, damit wir sofort heiraten. Damit wir sein ganzes Geld bekommen. Und dann können wir noch schnell das Haus einrichten. Sie heiratet im Bikini am Strand und pinkelt sich fast in die Hose. Das ist eine sehr romantische Hochzeit. Sehr schön. Und sie schlaft gleich ein. Wow, wow, wow. Die romantischste Hochzeit EU-West. Und ich glaube, sie werden schöne Kinder bekommen. Also falls ich möchte, dass sie... Was tut sie? Was für eine wunderschöne Zeremonie. Cassiopeia tauscht das Gelübde mit Vaea aus. Ach, jetzt tauschen sie die Ringe noch. Das hat jetzt echt überraschend gut funktioniert. Oh, und da hinten stapft irgendein grantiger Taucher. Wow. Ja, wir möchten zusammenziehen und zwar muss er bei uns einziehen. 20.000 bringt er mit.
Es ist nicht sonderlich viel, aber besser als nichts. Und dann werde ich jetzt schnell noch die Basics einrichten, dass wir wenig irgendwas im Haus haben. Dann machen wir das noch schnell. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das Haus überhaupt eingerichtet werden soll. Also was das vorgesehene Layout dafür ist. Auf jeden Fall brauche ich mal Lichter. Ich kaufe übrigens immer diese Lichter, weil sie sind klein und hell und stören mich nicht. Also jetzt zum Einrichten mal auf jeden Fall. Irgendwann können wir die natürlich durch irgendwelche prunkvollen Kronleuchter oder so ersetzen. Das Haus ist so riesig, ich werde mich die ganze Zeit verirren, ich sag's euch. Okay, ich richte jetzt auf keinen Fall alle Räume ein, das wäre ein bisschen wild. Aber zumindest die Basics. Also hier haben wir eben die Toilette, vielleicht ist das das Klo oder so? Ja, das machen wir so. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie das Haus normalerweise aussieht. Serene Bedroom. Wie sehen die anderen Sachen aus von diesem Badezimmer? Oh ja, das gefällt mir. Du bist gekauft. Aus. Dann stellen wir hier noch eine bequeme Badewanne hin. Hier. Dann brauchen wir da noch irgendwie ein paar Kommoden oder so. Das ist ein bisschen groß. Noch immer ein bisschen groß. Ja, das sieht okay aus. Dann brauchen wir natürlich einen Spiegel an der Wand. Was sonst? Können wir hier Sachen... Ah, hier können wir auch Sachen draufstellen. Ich hätte... Blöd aus. Vielleicht finde ich doch noch ein Waschbecken, das über die ganze Länge geht. Mit so einem... Weiß nicht, wie man das nennt. Mit so einem Unterdings halt. Keine Ahnung. Unterdings ist jetzt nicht der Fachbegriff. Sowas, aber halt... In schön. Also... Das ist... passt das dazu? Nein, das sieht irgendwie so... Na, wobei... Dass es in Braun gibt. Ja, finde ich besser. Das hat zwar ein bisschen so einen Industrial Look. Mit dem Spiegel noch darüber. Aber irgendwie gefällt es mir besser. Nein, das gefällt mir nicht so gut. Das ist... das ist cool. Ich möchte doch das. Oh nein, da glitscht der Spiegel. So. Perfekt. Oder wie heißt das? Oak House. Oak House, das ist so ein cooles Pack, ich liebe es. Da habe ich letztens auch wegen Kleinkindersachen geschaut und ich finde, die haben so coole Sachen. Ich meine, schau dir das Sofa an oder die Betten, ich finde es so cool. Eigentlich finde ich den cool, weil er ist so groß und dann kann sie sich immer anschauen, weil ich glaube, damit verbringt sie gern ihren Tag. Was für Farben gibt es das noch? Ja, schwarz ist eigentlich cool. Dann haben wir so dieses Schwarzbraun. Dann noch eine schöne Pflanze. Ich kaufe gerade so viel unnötige Sachen. Hauptsache, das ganze Haus ist leer und ich richte das Badezimmer ein. Mir sollte man Geld anvertrauen. Eindeutig. gut. Irgendwo müssen wir natürlich noch Handtücher aufhängen. Sie hat ja, sie muss sich ja abtrocknen. Am besten beim Waschbecken. Ja, was mache ich? Hängen wir es hier hin. In welchen Farben gibt es das? Also ich finde es schon voll cool. Ich würde in diesem Badezimmer leben. Gut, was brauchen wir noch fürs Bad? Wir haben ein Waschbecken, wir haben einen Spiegel. Wir haben so einen Teppich. Brauchen wir vielleicht noch eine kleine Pflanze. Die ist eigentlich ganz süß. Die ist zu groß. Oh, die ist süß. Oh mein Gott, ist die cool. Die sind noch cooler. Was ist das für ein Pack? Angel's Tassel made by Cliqui. Okay. Das sind echt voll coole Pflanzen. Gehört das auch dazu? Ja. Wow, sieht voll schön aus. Und dann vielleicht hier noch in die Ecke hätte ich noch gerne eine Pflanze. Aber nicht so riesige, aber auch nicht so kleine. Also irgend so ein Zwischending. Ja, das ist mir zu groß. Ich möchte doch nur kleine, süße Pflanzen. Was habe ich eigentlich für coole Pflanzen? Forest Japanese Pine. Peacemaker. Es gibt so schöne Pflanzen. Ich bin so begeistert immer von dem ganzen Custom Content, den es einfach gibt. Es gibt so schöne Sachen. Und ich verstehe halt nicht ganz, warum die Sachen von EA nicht auch so schön sind. Ja gut, ich nehme einfach die Pflanze.
Wie man merkt, ich kann mich nicht so gut entscheiden, falls das vielleicht aufgefallen ist. Oh, du bist cool. Bisschen groß. Wir haben mal da einen kleinen Baum in unserem Badezimmer in Schwarz. Ja gut, dann bin ich mit dem eigentlich zufrieden. Ich muss mir noch überlegen, wo ich das Schlafzimmer hinmache. Ich glaube, ich mache das Schlafzimmer jetzt für den Beginn mal hier rein. Ist das ein guter Ort? Ich glaube, ja, ich mache es hier rein. Und später, wenn wir dann wahrscheinlich 1000 Kinder haben, können wir uns da dann eh noch umentscheiden. Die Räume sind aber auch alle riesig, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor? Du bist hübsch. Von was bist du? Das ist eigentlich ganz nett. Bisschen altmodisch, aber ist ja egal. Oh, ich schaue nochmal beim Oak House vorbei, weil die Oak House Sachen gefallen mir eigentlich immer am besten. Was sieht aus, als hätte man viel Geld? Das ist doch eigentlich eh gar nicht so schlecht. Aber dann müsste es doch noch eine Matratze geben, oder? Achso, da. Mhm. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und ich will alles ein bisschen so in lila Tönen, weil ihre Meerjungfrauengestalt ist ja auch sehr lila. Und irgendwie finde ich, dass das sehr gut passt zu ihr. Und ihre Männer, die, oder Frauen, also ihre PartnerInnen, müssen sich dann einfach immer an dem anpassen, was ihr gefällt. Weil dann so diese Lichter hier, diese ich bin reich, ich habe viel Geld Lichter. Ein kleines Sideboard, das ist voll riesig, ist nicht klein. Haben wir irgendwo einen Nightstand? Habe ich den übersehen? Den habe ich übersehen, oder? Nightstand. Passt von der Farbe her jetzt nicht ganz zum Vibe. Zwei Nightstands. Sind die gerade? Ja, nein. Das ist immer so Pain, diese zu platzieren. Schauen wir, was es noch so gibt für Klatter. Ein bisschen Klatter möchte ich noch platzieren. Nein, keine Gießkanne. Das sieht aus nach so einem Schrankplatz, finde ich. Ja, und da will ich jetzt einfach so einen riesigen Schrank machen. Mit einem... Ich will eigentlich nur so ein cooles Ding, wo ich den Fernseher raufstellen kann. Wobei eigentlich vielleicht braucht sie keinen Fernseher. Ich glaube, wir werden mit ihr so viel zu tun haben, sie wird niemals zum Fernsehen kommen. Wenn wir das so machen... Dann müsste das funktionieren, oder? Also wir müssen jetzt da ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, warum das manchmal so komisch in der Wand glitscht. Sieht dann einfach nur blöd aus. Und können wir da jetzt einen Fernseher platzieren? Oder halt, wenn nicht, dann irgendwelchen Klatter. Wo finden wir einen Fernseher? Hier. Wow. Der ist vielleicht ein bisschen zu groß. Oh Gott. Wieso habe ich so große Fernseher? Die sind mir zu klein. Die anderen sind mir zu groß. Ja, passt doch perfekt hin. Jetzt haben wir noch 8000 Simoleons. Sehr gut. Also ich habe fast geschafft, alles auszugeben. Das sieht zumindest aus wie das obere Holz. Vielleicht lasse ich einfach das. Sieht doch cool aus. Und das muss man jetzt dann nur mal mit ganz viel Klatter füllen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wie bereits gesagt, falls du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber natürlich freue ich mich auch hier auf YouTube über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!